So, da sind wir mal wieder. Hab was Neues gekauft im Tiefkühlregal bei Kaufland. Den Frischkäse-Jalapenos. Ja, so sieht die ganze Packung aus. Sind wieder Zubereitungshinweise hier drauf gedruckt, wieder mit drei verschiedenen: einmal Backofen, Fritteuse und dann die Heißluftfritteuse. Meine Haare endlich aus. Oh. Ja. Auch noch knuspriger. Und ja, wir werden das ganze Ding jetzt mal backen. Es ist übrigens 200 Gramm Frischkäse-Jalapenos und 50 Gramm Chili-Dip drin. Also scheint wohl beides. Also auch eine Soße zu beinhalten. Nicht so wie bei dem letzten Teil, wo keine Soße dabei war. Aber ja, hier sind die Frischkäse-Jalapenos. Jetzt nicht so viele. Naja, wir werden sie trotzdem machen. Und dann natürlich noch die Chili-Soße. Oh, es ist kalt. Komisch, wenn es aus so gefriert kommt. Naja, ja, ich werde sie backen. Bei euch wie immer einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns in 13 bis 14 Minuten. Bis gleich. Die Zeit ist abgelaufen. Die Frischkäse-Jalapenos sind gebacken. Sehen jetzt so aus. Genau. Die Soße ist auch noch nicht ganz aufgetaut. Wir machen sie trotzdem mal auf. Ja, sehr gut. Das sind so Packungen, die immer so toll aufgehen. Aber dann kommt wieder nichts raus. Und doch, kommt was raus. Aber Glück. Ja, wir werden jetzt natürlich zweimal probieren. Einmal mit Soße und einmal ohne. Und dann werden wir mal sehen. Und dann mal nur so ein bisschen Soße. Schmeckt eher süß. Anstatt scharf, chillig. Schmeckt eher süß, ja. Also, wir nehmen jetzt zwar einen erstmal ohne Soße. Sehr warm. Komisch aus dem Backofen. Aber geschmacklich. Ist halt Frischkäse mit Chili. Also kann man nicht viel falsch machen. Okay. Man kann es essen. Jetzt tun wir nochmal in die Soße reintunken hier. Also mal so ein Stückchen mit Soße probieren. Das ist immer noch ziemlich. Also ich finde es sehr süß, diese Chili-Soße. Passt nicht so ganz jetzt zu den Jalapeno-Dingern oder ohne. Finde ich es geschmacklich besser. Klar, ist ein bisschen trocken, aber so ist das halt. Kaufempfehlung gibt es von mir trotzdem. Ich finde das okay. Ich finde das lecker. Und ja, dann würde ich sagen, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr natürlich abonniert, dann sehen wir uns erst recht nochmal. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.